Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark mit Zero One Up. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag, er verbeugt sich. Guck mal, wie schön er sich verbeugt. Yay. So. Und guck mal, wir haben in der letzten Folge da was ganz Cooles gefangen. Beziehungsweise Zero hat es gefangen. Tops, Alter. Das ist geil. Yeah. Jetzt brauchen wir nur noch einen Sattel dafür und dann können wir ihn reiten. Und deswegen gehe ich jetzt auf die Jagd. Das finde ich cool. Der macht bestimmt auch mehr Schaden bei bösen Dinos als die, die wir jetzt momentan so haben. Ja, ich bin gespannt, wie viel Leben der hat. Ja, das auch. Könnte ein richtiger Tank werden. Ja. Ja, und zur Not kann man ihm ja das Leben geben, ne? Mhm. So. Oh, wie schön, dass uns hier Fleisch im Kühlschrank vergammelt ist. Nö, das habe ich da reingelegt. Ach so. Damit es nicht verschwindet. Damit es nicht weiter vergammelt. Ah, der Riesendino ist immer noch da hinten. Eines Tages zähme ich dich und reite dich. Also, wir hatten doch hier irgendwo... Genau, unsere Kochstelle. Weil es gibt hier nämlich Fleisch, was auch kurz vorm Vergammeln ist. Das habe ich mal kurz ins Feuer gelegt zum Kochen. Lass es ruhig vergammeln. Also, du brauchst das vergammelte Fleisch für Betäubungsfeile. Ach so. Mit vergammeltem Fleisch ein Betäubungsfeil, musst du rechnen. Ah. Ja, na dann. Ach, Parasaurus. Also ich merke nicht, dass die Metallaxt irgendwie mehr Leder bringt. Na, mehr Leder? Keine Ahnung, er muss vielleicht was anderes machen. Aber mehr Holz auf jeden Fall. Ne, vielleicht ist es nur bei den Dodos so. Dodos sind ja winzig. Das kann natürlich auch sein, ja. Ist auch möglich. Hm. Nichts und niemand hat eine Chance gegen mich. Sehr schön. Ah, fein, fein, fein. Also ich muss sagen, unser Haus wird immer, immer, immer schöner. Ich bin da tatsächlich schon wahnsinnig stolz drauf. Schön. So, jetzt werden erstmal Schildkröten getötet. Oh, war ja. Nein, ich meine Schildkröten, mein Gott. Ja, ist schön langsam. Yeah. Auch das Leder. Geben Schildkröten Leder? Ja, die haben auch Haut, ne? Theoretisch. Ja, also ich gehe davon aus, dass sie Leder bringen. Ja, der ist Stufe 1, wie süß. Nein! Oh nein, nein! Was? Was? Ich habe die Bilder verwechselt. Hm? Ich habe jetzt 6-mal Holztür hergestellt. Wollen wir vielleicht die zweite Etage einfach mit Türen machen? mein Bogen ist gerade kaputt gegangen. Was brauche ich? Oh, Fasern und Holz. Verdammt. Willst du eine Tür haben? Nee. Ich kann mit Türen handeln. Scheiße. Mann, no. Du kannst sie aufstellen und kaputt machen und die Ressourcen so halbwegs wiederbekommen, ja. Hm, ja. Und ja, ich leg sie erstmal. Ja. Na toll. Ja, ach egal, die kommen jetzt einfach in die Truhe und vielleicht brauchen wir sie irgendwann mal. Wer weiß. So. Ja gut. Na. Versuch Nummer 2, vielleicht finde ich jetzt die Wände. Das da ist eine Tür. Klingt komisch, ist aber so. So. Ist ein bisschen bitter, wenn der Bogen mitten im Kampf kaputt geht. Ja. Ist mir, glaube ich, auch schon bei den Vögeln passiert. Und wenn ich jetzt ordentlich Metall sammle, dann kann ich mir eine Armbrust bauen. Hm, das klingt gut. Eine Armbrust, muss ich sagen, würde ich auch noch nehmen. So, mal gucken. Wie viel brauche ich denn dafür? Ah ja, ich habe eine Armbrust, die braucht 7 Metallbahnen und eine Pike aus Metall. Die braucht 10 Metallbahnen. Das heißt 17 insgesamt. Das sind mal 2, 34. Okay. Das klingt gar nicht so schlecht.
So. Sehr schön. Mandino. Nee. Das heißt, wir brauchen insgesamt 68 Metallbahnen für beide, für uns. Das heißt, du 34, ich 34. Krass. Das ist heftig. Sollte ich darüber schwimmen? Ich schwimme mal darüber, wo der heftige Dino ist. Aber ich gehe natürlich nicht zum heftigen Dino. Da ist Nai. Oh mein Gott. Bitte töte nicht mein Reittier. Ich liebe es. Ich bin darüber. Da ist ein grüner Strahl. Und da ist der heftige Das Dino. wäre jetzt echt uncool. Nein! Er greift mich an. Okay, er zieht nicht so viel Leben ab. Aber genug. Okay. Oh nein, der heftige Dino läuft in meine Richtung. Oh. Schwimm, Parasaurus! Schwimm um dein Leben! Oh mein Gott. Nicht mehr viel Leben übrig. Oh, er hat sich zurückgezogen. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt muss ich nur wieder rüberkommen. Aber es hat sich gelohnt für den grünen Strahl. Ja? Hoffe ich. Ich weiß noch nicht, Ja, hoffe ich auch. ich war noch nicht da. Ich bin Ach gerade so, kurz ich vor dachte, du oben. hast schon. Ich hoffe, Ja, du wirst gut. nicht geportet. Das hoffe ich auch. Ich möchte nämlich gerne meine Wände platzieren. So, ich brauche noch auch ganz schön viele. Okay. So, währenddessen mein Parasaurus sich hier erholt, werde ich ein bisschen jagen. Okay. So. Oh. Ekkus-Sattel können wir jetzt herstellen. Was habe ich da drin gefunden? Okay, den Sattel oder oder ein Rezept Ein dafür? Rezept dafür. Cool. Das hört sich gut an. Ich weiß zwar nicht, was ein EQ ist, aber egal. Werden wir rausfinden. Spätestens, wenn er uns tötet. Ach ja. Level up. Was kann ich denn jetzt machen? Wasserglas. Cool. Der Wahnsinn. Ja, kann mehr Wasser halten als so ein komischer Beutel. Ja, gut, okay. Das ist natürlich auch irgendwo wieder praktisch, ne? Was braucht man dafür? Okay, muss in der Werkbank hergestellt werden. Also, Kristall? Okay. Keine Ahnung, wo wir das herbekommen, aber Leder und Zement. Kristall. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht, also warum nicht? Was wollte ich denn Das jetzt lässt du noch finden, eigentlich? ne? Ja, nee, gut, ich meine, wir haben ja noch nicht so, also wir haben eigentlich fast nichts von der Insel bisher erkundet, also werden wir schon irgendwo finden. Das stimmt. Ich überlege nur die ganze Zeit, ich wollte irgendwas herstellen oder gucken, wie ich das herstellen kann und mir fällt es gerade Oh echt mein nicht ein. Gott! Oh, ein Raptor. Nimm ihn mit. Ja, okay. Soll ich dich irgendwo abholen kommen mit. Nee, ja, ich guck mal. Naja, auch vor allem, damit du die Sachen dann tragen kannst. Der Raptor Weißt prügelt du? sich gerade mit der Schildkröte. Ich versuche, den Raptor jetzt zu fangen. Ja? Ja, das wird meine Rache. Ich glaube, ich versuche dich trotzdem lieber aufzuspüren. Wobei du bist irgendwo ziemlich weit weg, ne? Ja, okay, du bist. Ja, doch, du bist tatsächlich. Also 40 Meter noch und ich werde zu dir geportet. Nee, sorry. Also ich hätte dich jetzt auch gerne abgeholt und beschützt, aber. Nee, ich schnapp mir diesen Scheiß. Der hat mein Viech getötet. Ja, mach das mal, weil wir können ja auch Raptorensattel herstellen. Ich hoffe, es klappt. Ich weiß nicht, wie stark der ist.
Wenn ich gleich Druck drücke, weißt du Bescheid, dass er zu stark ist. Ja, toll. Huch. Da war das Feuer aus. Hallo, Feuer. Mensch. Scheiß Raptor, ey. Ich mach dich kaputt. Er tötet einfach mein Reittier. Ich habe mich gefreut, dass er überlebt hat. Tja, das ist blöd. Sei nicht zu stark. Ich hoffe, dass es mit dem Bola geht. Okay, Bola hat funktioniert. Na cool. Drecksack. So, jetzt sag mir mal bitte. Ey, wirklich, ich weiß nicht mehr was. Ich wollte irgendwas herstellen. Ich wollte irgendwas gucken, wie ich das machen kann. Hab schon verloren, bitte. Er ist umgefallen. Oh. Und zum Glück, da ich gerade auf der Jagd bin, habe ich genug Fleisch am Start. Okay. Naja, dann. Oh. Wo hatte ich mein Raptor, wo hatte ich mein Tier hingestellt? Da. Ach du Scheiße. Jetzt wissen wir, wo wir Raptoren finden. Du weißt das. Ich nicht. Ich weiß aber jetzt, was ich für eine Wandfackel alles brauchen müsste, besorgen müsste. Gott. Feuerstein, Holz, Metallstein, Stroh ist noch einfach und Zement. Hatten wir schon Zement gelernt? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich habe es gelernt. Es ist gar nicht mehr. Ja, ich habe es nicht gelernt. Aber ich glaube, ich sollte es lernen, Ich weiß nicht, wie ne? oft wir Ja. das brauchen. Ja, wahrscheinlich jetzt demnächst öfter. Ich mache das einfach. So. Ach da, guck mal, Pachi-Sattel war mit Level 14 dran, sehe ich gerade. Was ist ein Patschi? Na, weißt du, das, was wir nicht wussten, was es ist, was du gefunden hast, den Sattel. Ach so. Ja. So, wenn das alles klappt, haben wir gleich einen Raptor. Cool. Oh, ich habe kein Tier mehr, kein Reittier. Oh! Ist das noch so eine Was denn? Steinsäule, wo ich Erfahrung kriege? Eine Steinsäule, wo du Erfahrung bekommst? Ja, wo diese Kisten sind. Okay. Ja, da steht eine Kiste. Nice. Ja, cool. Baba! Oh, das muss ich zensieren. Was musst du Da denn? war ein Penis. Was? Etwas? Da war ein Penis. Was? Okay. Das musst du mir mal zeigen, dann, wenn du das zensierst. Ich weiß, das war jetzt nicht so der schlimmste Penis aller Zeiten, aber ich weiß nicht, wie YouTube da streng ist. Ja, gut, das weiß man nie, wa? So. Na gut, Alles ich werde die gefunden. Zähmung wohl nochmal einen Punkt runtersetzen, weil das ist wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Wie viel hast du jetzt? Weil ich meine, vorher war es auf 1. Jetzt auf 3. Von wie viel? Wie viel ist möglich? 3. Ach so, also war schon das Maximum. Oder vielleicht Ja, lassen gut, wir es so okay. wegen den größeren Dinos, weil das ist ja Pille-Palle Dinos hier. Na, oder lass uns das so machen, dass solange wie wir jetzt die Größe noch nicht haben, das eine Stufe runtersetzen und dann halt gucken, je nachdem. Das können wir machen. Weil ich meine, das ist doch irgendwie auch irgendwie langweilig, wenn das Ja. halt so ultra schnell geht. Also ich Deswegen meine, meine klar, ich. jetzt wenn es 3 Stunden dauert, ist auch blöd, aber so. Nenne deinen Raptor. Yay! So, jetzt muss ich nur noch lebendig rüberkommen, ohne dass mich dieser Große tötet. Was brauchen wir denn für einen Raptorsattel? Wahrscheinlich auch Leder, so wie immer. Für einen Raptorsattel braucht man, oh, nicht viel, das ist cool.
Gut, wie viel Leder habe ich jetzt am Start? Oh. Ich könnte hier erstmal die Ressourcen zusammensammeln und dann hier direkt einen Raptor-Sattel bauen, dann komme ich leichter rüber. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Du läufst übrigens in die falsche Richtung. Ich suche Tiere. Was suchst du? Tiere. Ach so, weil du zu weit weg bist. Das meine ich. Ach so. Ja gut, jetzt kommst du langsam wieder näher, das ist okay, aber gerade eben war blöd. Ja, das mit der Reichweite ist echt blöd. Ja, müssen wir schon einen Server mieten für sowas. Ja. Mal gucken. Das können wir uns ja dann nochmal überlegen. Ja, ist ja Naja. theoretisch, ich sag mal, nur ein Zehner. Ja, na, wie gesagt, kann man sich überlegen. Ich meine, für Minecraft hättest du es ja auch gemacht, beziehungsweise hast du das ja gemacht. Oder hattest. Und ich meine, warum nicht? Ich meine, wenn es erstmal hier alles wieder richtig läuft, alles komplett rumläuft, dann. Also rund läuft, rumlaufen tun wir ja immer. Dann denke ich, sollten wir damit kein Problem haben. Bin ich auf jeden Fall dafür, weil das Spiel ist echt cool. So. Können wir uns weiter voneinander entfernen? Ja, weil ich so scharf drauf bin, mich von dir zu entfernen. Du bist ja derjenige, der mir wegläuft. So. So viel Leder habe ich jetzt. Ah, noch nicht genug. Verdammt. Ich will doch nur mein Raptor reiten. Was brauche ich jetzt? Fasern. Oh, ich will hier nur weg. Das ist dieser heftige Dino. Mein Spiel hakt gerade. So, da sehen wir wieder. Regi hatte kleine Probleme, ist aber jetzt alles gefixt. Und Ja. ich muss irgendwie noch am Leder kommen, ohne an diesem heftigen Saurier vorbeizukommen, der jetzt wieder im Wasser ist. Ich hoffe, er hat den Hai getötet. Yeah. Das ist Das für heißt doch cool. mal. So, ich laufe einfach mal in den Wald und hoffe, dass da irgendwas ist. Hier ist noch ein Explorer-Node. Direkt neben dem Was für anderen. ein. Was für ein Ding? Ja, die Truhe der Erfahrung. So. Cool. Achso, ich komme ja da gar nicht hin. Also zumindest nicht so einfach. So, ich möchte auf meinem Raptor reiten, wenn ich das Ding aufmache. Damit er auch Erfahrung kriegt. Tja, ich würde es auch gerne mit aufmachen, aber ich glaube. Ich werde sterben bei dem Weg übers Wasser. So, ich will jetzt noch den Raptor-Sattel diese Folge fertig kriegen. Ich brauche 140. Achso, das ist Triceratops. Ja, okay. Warte. Ja, Raptor-Sattel habe aber ich noch gar nicht deswegen zum gehört. Beispiel würde ich gerne, dass wir wirklich zusammen eigentlich die Welt erkunden. Erstens, damit ich auch was sehe, dass meine Zuschauer auch was sehen davon. Und damit ich abstürze. Ja, ich brauchte halt das Futter. cool. Ja, aber wie gesagt, ich hätte halt einfach gerne, dass ich halt was davon sehe, wie gesagt, meine Zuschauer was davon sehen. Musst du rüberkommen? Ja. Ich meine, gemeinsam laufen, so gemeinsame Expedition, das wäre mein Traum. Naja, dann Ja. hättest du jetzt auch kein Reittier mehr, sagen wir so. Ja, das ist jetzt auch das Schlimmste der Welt. Ja. Ich habe mit Raubtier, sag ich schon, Reittier gelebt. Ja, aber ganz ehrlich, du hast doch jetzt zwei neue Reittiere. Ja Ich meine, und? zwei für eins ist doch cool. Wieso zwei? Na, du hast den Triceratops und den Raptor. Ja, aber den Triceratops habe ich ja nicht bekommen, weil mein Viech gestorben ist. Ja, Den aber Raptor davor. habe ich ja nur, weil mein Viech gestorben ist. Ja, gut, okay, aber guck mal, Raptor gegen Parasaurus. Das ist schon cool. Lass mich ihn erstmal reiten, bevor wir da spekulieren, ob das gut oder schlecht ist. Ja, wenn du dir nicht gefällt, nehme ich ihn. Sag mal, Mr. Flauschig, spinnst du jetzt? Okay, ja, ich höre es gerade. Was auch immer ihr macht, hört sich an wie im Karton rumkratzen. Am Karton.
Am Katamaran gekotzt. Ich habe ihn jetzt abgeworfen. Arme Katze. Maria. So, kleine süße Farm, wie sieht's aus? Nee, ist noch nichts dran. Der wächst noch. So, Sattel. Zack. Ja, ich reite auf dem Raptor. Der sich nicht bewegt. Weil er überladen ist. Er ist überladen. Warum? Was hast du alles in sein Inventar gemacht? Fleisch, will ich. Das Ding ist, ich reite auf ihm und. Ach so, und du bist schwer. Das ist genau das gleiche Problem hatte ich doch mit meinem Parasaurus. Der kann gerade mal 154 tragen. Wie viel habe ich? Oh, okay. Was lege ich denn ab? Die Bären. Mr. Flauschig! Ganz ehrlich, auf dem Scheiß. Der kratzt da. Das war laut. Sorry. Ja. Ach ja. Oh, tschüss Holz. Tschüss Stein. So, jetzt dürfte ich mich bewegen können. Ja. Oh, der ist flink unterwegs. Oh, das habe ich mir fast gedacht, dass der flink unterwegs ist. So. Nice. Ich komme jetzt zu dir retten, damit deine Zuschauer auch ein bisschen was vom Raptor haben und dann können wir die Folge beenden. Was sagst du davon? Das finde ich auf jeden Fall. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Ich mache jetzt gerade aber einen Riesenbogen zu dem anderen Saurier. Halt, ich wollte den Explorer-Code nehmen, Note. Was für ein Ding? Ach so, diese. Oh Gott. Oh Mann. Sag doch die Notiz. Notiz. Es steht aber Explorer-Note. Ja. Weil sie nicht alles, weil sie zu faul sind, alles zu übersetzen. So, finde ich den jetzt wieder? Ja, da. Tada! Yay! So, jetzt komme ich rüber. Das sieht aus, als hätte ich so einen Riesenschwanz. Als wäre ich der Raptor. Ich muss gleich mal auf ihn reiten. Ja. Reggie darf auf einem Raptor reiten. Das auf jeden Fall sehr wenig Ausdauer. Dann gebe ich ihm auf jeden Fall pro Level noch ein bisschen Ausdauer. Okay. Wo halt 5 Level bekommen. Nicht schlecht. So, 5-mal Ausdauer für dich. Oha. Oh nein. Was? Ich bin jetzt genau zwischen diesen beiden Sauriern, die uns gerne töten möchten. Oh, das ist ein Wasserfall. Wir hätten mal einen Wasserfall bauen sollen. Ja, wir wollen ja, wir müssen ja. Schmeiß ja einfach alles um, ist okay. Mr. Flosch, ist okay. Ja, wir müssen ja irgendwann auch noch mehr bauen. Wir wollen ja irgendwann noch mal ein Steinhaus bauen, beziehungsweise was uns eventuell noch so einfällt. Ich hatte ja den Vorschlag gemacht, dann eventuell einfach so Stück für Stück so eine Art Burg oder einen Tempel zu bauen. Das würde ich ziemlich nice finden. Dann würde ich das aber nicht so machen wie jetzt, dass ich hier irgendwie gefühlt 50 Folgen nur am Hausbau beschäftigt bin, dann würde ich das wahrscheinlich so wie Zero machen. Ein paar Hausbaufolgen und dann wieder ein bisschen rumlaufen und ja, das ein bisschen anders aufteilen. Und vielleicht ist ja Zero dann auch so nett und läuft mit mir zusammen rum. Hättest du dir Leute sagen können, ne? Ich komm mit. Weißt du nicht? Ja, ja. Ja, ja. Ich merke gerade, dass mein Raptor springen kann. Ich habe das gerade einfach intuitiv gemacht die ganze Zeit. Okay. Ich sehe nicht mal, wo du bist. Hä? Ja, ich komme gerade. Hier sind überall noch runde Steine, die müssen wir mitnehmen. Nein, das meine ich nicht, aber ich meine sonst, ach doch, da. Ich wollte gerade sagen, sonst sehe ich doch immer deinen Namen meilenweit, aber ja. Zum Glück. Sonst würde ich wahrscheinlich nie wieder nach Hause finden, wenn ich Zeros Namen nicht dauernd sehen würde. Warte.
Ich komme dir sogar ein Stück entgegen. Hm? Dann kannst du den Rest zur Basis reiten. Ja, genau deswegen. Das finde ich wohl gut. Hallo. Hallo. Guckt euch das an. Was? Flauschinator. Der Flauschinator. Hallo. Ey. Warte. Er frisst auf jeden Fall sehr viel Fleisch, merke ich. Ja, ich sehe schon. Aber der sieht cool aus. Weil die hier kommen, Nahaufnahme. Ey, wenn diese doofe Schrift nicht da wäre, ne, dann würde man viel besser einfach viel coole Screenshots machen können. Wuhu. Aber Leute, Dust. Da, gucke. Ja. Weißt du? Das ist lustig. Nein, geh weg. Nicht Schrift weg. Weißt du? Ey, das ist doch gemein. Das ist lustig. Ach so, na klar, weil, ja. Ich versuche gerade einen coolen Screenshot hinzukriegen, beziehungsweise. Siehst du das, wie ich mich bewege? Ja. Okay, alles klar. Ist in Ordnung. Alles, ja. So, spring mal. Oh, ich hätte gedacht, der springt höher. Ja, weil du einfach zu überladen bist. Der ist auch langsamer wegen dir, glaube ich. Ja, ach so, nee, guck mal. Wow, boah, der ist ja richtig schnell. Geil. Geil. Yay, der ist cool. Ich will auch einen Raptor. Ja, dann gehen wir zusammen auf die andere Insel und versuchen, die auch noch reinzuholen. Jo, der ist richtig cool. Der ist richtig gut. Flauschinator. Ja, würde ich sagen, in den nächsten Folgen, wenn wir eine Expedition auf die andere Insel starten da hinten. Oh ja, oh ja. Und dann noch ein Raptor. Mal. Ja, und bis dahin werde ich mir auf jeden Fall ordentliche Waffen herstellen, damit ich nicht so, ja, so mit nichts darüber gehe, damit Zero nicht die ganze Arbeit alleine machen muss. Der schon Level 27 ist. Ja. Gemein. Ja, durch das ganze Töten habe ich ganz viel Erfahrung bekommen. Ja. Tja, ich würde sagen, irgendwann ist Zero Level 100 und ich Level 50. Okay, Leute. Ja, ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.